Der Fliesentisch. Die Ikone deutscher Inneneinrichtung. Kein anderes Möbelstück hat in den letzten Jahrzehnten so viel Verachtung erfahren wie der deutsche Fliesentisch. Doch wie wurde aus einem harmlosen Holztisch mit Fliesenoberfläche das Symbol für Armut, Asozialität und Drogensucht? Fangen wir ganz vorne an. Wir schreiben das Jahr 1960. Deutschland erlebt nach vielen Jahren des Verzichts einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Arbeiterklasse möchte nun auch am wiedergefundenen Wohlstand teilhaben und strebt daher nicht nur nach höheren Löhnen, sondern auch nach einem gehobenen Einrichtungsstil. Wenn die Oberschicht mittlerweile modernere Möbel, beispielsweise im Bauhausstil, bevorzugte, erfreuten sich die altdeutschen Möbel aus dem frühen 20. Jahrhundert bei der Arbeiterklasse nach wie vor großer Beliebtheit. In der Folge entstanden aufgrund neuer industrieller Möglichkeiten preiswerte und stark vereinfachte Nachbildungen altdeutscher Möbel, die fälschlicherweise den Eindruck besonderen handwerklichen Geschicks und Qualität vermittelten. Dieser Möbelstil wird heute scherzhaft als Gelsenkirchener Barock bezeichnet. Im Vergleich zu modernen Möbeln waren diese wesentlich größer und sperriger, was für den einfachen Arbeiter den Eindruck besonderer Langlebigkeit vermittelte. Nach den anfänglichen Exemplaren, die ausschließlich an altdeutsche Möbel angelehnt waren, kam man irgendwann auf die Idee, mit neuen Werkstoffen zu experimentieren. So fand man schließlich zu den Fliesen, da sie damals eine preiswerte und praktische Möglichkeit darstellten, ein bisschen Pep und Modernität einzubringen. Und so entstand der Fliesentisch. Innerhalb weniger Jahre erreichte der Fliesentisch eine hohe Beliebtheit. Grund hierfür war neben seinem günstigen Preis, dass er unglaublich robust und nahezu resistent gegen jegliche Art von Verschmutzung war. Egal, ob man das Bier mit Schwung auf den Tisch abstellte oder eine brennende Zigarette drauflegte, der Fliesentisch hielt allem stand. Hinzu kamen clevere Ergüsse deutscher Ingenieurskünste wie einem weit verbreiteten Höheversteller oder einer ausziehbaren Tischplatte, die vollends die Bedürfnisse ihrer Besitzer befriedigen konnte. Und so entwickelte sich der Fliesentisch zu einem treuen Begleiter innerhalb der damaligen sozialen Schicht und aufstrebenden Mittelschicht. Es ist wunderbar. Nachdem der Fliesentisch sich jahrelang großer Beliebtheit erfreute, endete sein Siegeszug allmählich in den 80er Jahren. In dieser Zeit kam es zu einem Boom neuer Materialien in der Möbelbranche wie Kunststoff, Glas oder Aluminium. Hierdurch wurden die modernen Möbel auch für die breite Masse erschwinglich. Eine bedeutende Rolle hierbei spielte der schwedische Möbelhersteller IKEA, der mit seinen stilvollen und preiswerten Möbeln schnell einen großen Marktanteil gewinnen konnte. Im Vergleich zu diesen Möbelstücken wirkten die ohnehin schon veraltet aussehenden Fliesentische wie aus einem anderen Jahrhundert, weshalb sie stark an Beliebtheit verloren. In den folgenden Jahren verschwanden immer mehr Fliesentische aus deutschen Haushalten und fanden ihren Stammplatz in sozialen Möbelhäusern, in denen sie zu Schnäppchenpreisen angeboten wurden. Dort entwickelte sich der Fliesentisch zu einem Bestseller unter den Geringverdienern. Nachdem es in den Folgejahren ruhig um den Fliesentisch geworden war, geriet er in den 2000ern wieder zurück ins Rampenlicht, als das Trash-TV das Fernsehen eroberte. In den unzähligen Folgen von Frauentausch, Schwiegertochter gesucht oder Mitten im Leben wurde er immer wieder prominent in Szene gesetzt und so mit Armut, Arbeitslosigkeit und Drogenabhängigkeit in Verbindung gebracht. Er wurde zudem Kernelement des Trash-TVs. Da nun wirklich niemand mehr mit einem solchen Fliesentisch gesehen werden wollte, verlor er die wirtschaftliche Bedeutung und verschwand vollständig aus den deutschen Einrichtungsgeschäften. Die Geschichte des Fliesentisches zeigt, wie ein einfaches Möbelstück zum Symbol für soziale Unterschicht und schlechten Geschmack werden kann. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Memes, Merchandise und sogar ein Online-Museum dem Fliesentisch gewidmet. Der deutsche Sprechgesangsartist Finch veröffentlichte sogar 2018 ein Album mit dem Titel Fliesentischromantik. Diese ironisierende Verwendung zeigt, dass der Fliesentisch mittlerweile viel mehr ist als ein bloßes Möbelstück. Er ist fester Teil der deutschen Kultur und hat seit über 60 Jahren einen Platz in unserer Geschichte. Wer weiß, vielleicht erlebt der Fliesentisch schon bald ein Comeback. Ich würde es ihm wünschen.